Buddy gegen Paul. Und es geht mit sehr viel Druck und Power los. Und da ist schon der erste Fehler von Paul. Und das hat auch mir Adi am Anfang gesagt, der erste Punkt ist so wichtig. Der erste ist wichtig, ja. Also das schmeckt ihm auch, das schmeckt ihm gut. Gute Defense hier von Adi. Auch den Zwiebel der geht rein. Noch rauf. Da wird gedreht, da wird geschnippelt. Was für ein Punkt, der zweite. Riesenabwehr von Adi. Und doch ist aber eins aus. Zwei Punkte Vorsprung, dementsprechend. Einen hat er noch. Die Chance. Ah, siehst du. Und nutzt ihn. Der ist es. Schöne Angabe. Gute Recovery von Paul mit der Vorhand. Oh. Geiler Punkt jetzt von beiden. Ja. Mit dem Risiko, Paul. Aufs Netz. Probiert's und trifft nur die Netzkante und die Führung im zweiten Satz für Adi. Selber zweimal Aufschlag. Adi ist gerade richtig gut drin, ne? Fühlt's gerade richtig. Auch der wieder drauf auf die Platte. Beide sehr geduldig jetzt. Nein, wer macht den ersten Risiko? Guter Punkt jetzt. Oh, starke Defense von Adi. Ich bin hier wirklich am Schwitzen, nicht vom Spielen gerade noch, sondern echt, weil ich hier mit Fieber. Oh, den zieht er drauf. Nochmal Risiko, hat nochmal die Chance. Nein, er macht ruhig. Die Jungs schenken sich gar nichts mit dem Netz. Die Netzkante für Adi. 9-7. 10-7, Adi. Und der ist zu lang. Boah, Wahnsinn. Paul scheidet aus. Adi Totoro gewinnt Wahnsinn. Das Halbfinale.